ersten, zum zweiten und zum dritten verkauft. Hallo und herzlich willkommen im Auktionshaus von Brühl. Mein Name ist Andreas und ich werde euch heute etwas darüber erzählen, wie man mit Auktionen Geld verdient, beziehungsweise wie man richtig Cash damit machen kann. Genau, früher war es so, da konnte man hier was kaufen und das dann irgendwo hinbringen, in eine andere Stadt oder in ein anderes Land verkaufen und dann hat man Geld damit verdienen können, weil das eine lief da, das andere lief da. Heutzutage ist es so, dass durch die Online-Auktionen, dadurch, dass alles international und digital geworden ist, dass alles sehr nah zusammengerückt ist. Das heißt, auch wenn wir in Stuttgart was Gutes haben, sieht es der Amerikaner, sieht es der Russe, sieht es der Chinese. Das heißt, die Preise gehen trotzdem hoch, die Leute bieten heutzutage international mit. Ansonsten ist das Thema, man braucht Wissen. Wissen ist Macht, das war damals schon so, das ist heute so. Wenn man was erkennt in Auktionen oder bei Online-Einkäufen oder irgendwo auf einem Flohmarkt was kauft, es kann sein, dass man hier was für 5 Euro kauft, woanders für 5.000 Euro weiterverkauft. Ja, das ist halt der Markt, das ist der Handel. Sowas kommt tagtäglich vor. Man liest immer mal wieder in Zeitungen, auf dem Flohmarkt für 20 Euro gekauft und dann für 1 Million verkauft. Solche Dinge kommen vor und es gibt es jeden Tag auf der Welt, passieren solche Dinge. Ich habe mal von einer Story gelesen, dass ein Mann dass zwei Bilder in einer Bahn gefunden worden sind. Diese Sachen wurden dann in einem Auktionshaus versteigert für ein paar Euro. Und diese Bilder haben dann irgendwie Jahrzehnte später Millionen in einer Auktion gebracht. Ja? Wer auch immer diese zwei Bilder verloren hat, vielleicht wusste, was er hatte, vielleicht auch nicht. Aber das kommt vor auf dem Markt. Ansonsten habe ich natürlich in den letzten Jahren sehr viele Menschen kennengelernt und ich habe selber meine Schlüsse daraus gezogen, wo man Geld verdient. Ich habe natürlich auch mit den Leuten gesprochen, habe sie gefragt, wie sie ihr Vermögen verdient haben. Man muss natürlich auch sagen, dass unsere Kunden eher Vermögende oder sehr Vermögende oder zumindest mal mittelständische Menschen sind aus dem Mittelstand. Also denen ging es gut, weil sonst hat man so Objekte auch in der Regel nicht. Und es gibt da Menschen, die haben Objekte gekauft für sehr viel Geld, teure Teppiche, teure Gemälde und so weiter. Teilweise sind die Dinge um 90-95% gefallen vom Wert. Es gibt Leute, die haben Sammlungen mit hunderten Teilen, aber alles nichts wert. Deshalb, ich kann immer nur den Tipp geben, kauft euch lieber eine Sache, die euch richtig gut gefällt, die von vorzüglicher Qualität ist. Also lieber ein guter Krügerrand, wie irgendwie 10 mini kleine Münzen, die nachher nichts Besonderes sind. Das ist besser und einfacher für einen selbst, dass man nicht so viel Platz braucht, aber auch nachher für mögliche Erben. Das ist das eine. Dann gibt es aber zum Beispiel auch Menschen, die haben über Jahre hinweg Sammlungen aufgebaut. Also ich habe jetzt kürzlich von einer Märklin-Sammlung gehört, die sehr, sehr qualitativ hochwertig ist. Und jetzt ist natürlich 2021 auch noch ein Zeitraum, wo Märklin sehr gut gehandelt wird. Jetzt heißt, jetzt ist die Sammlung mal kurz 1,5-2 Millionen Euro wert. Also hier hat wirklich jemand gewusst, was er tut und hat dazu auch noch Glück, dass er jetzt in den richtigen Zeitpunkt reinkommt. Ja, das ist die eine Seite der Medaille. Dann gibt es Menschen, die haben vor 20 Jahren Gold gekauft. Der Goldpreis ist jetzt um viele, viele Prozent gestiegen, vor allem in den letzten 1,5-2 Jahren. Das heißt, er ist ziemlich gut gefahren mit seinem Goldinvestment. Aber die andere Seite eben immer, jemand, der Teppiche gesammelt hat, 100 Stück zum Beispiel, und die jetzt verkauft, wenn man da die Rechnungen von früher sieht und sieht, was man heute noch bekommt, da gibt es oftmals ein böses Erwachen. Unabhängig davon, das ist jetzt so die Seite, was man eben so mit Kunst oder mit Spezialsammlungen machen kann und verdienen kann. Es gibt manchmal natürlich Einzelobjekte, wo man richtig was verdienen kann. Aber letztendlich war am Ende des Tages immer die Erfahrung, dass die Menschen, die eine Immobilie hatten und die vor Jahrzehnten gekauft haben, wenn man da heute sieht, was die Immobilie wert ist in den Regionen wie Stuttgart oder München, da hat man also eine Vervielfachung des Wertes und der Inhalt in diesen Wohnungen, die Möbel und so weiter, die gekauft worden sind, die sind eigentlich fast gar nichts wert. Das heißt, das Beste war eigentlich immer die Immobilie, wenn man es so sieht. Ja, dann habe ich Kunden gehabt, die hatten vielleicht auch die Immobilie, aber die dann richtig gute Sachen sich auch geleistet haben, das waren eigentlich die nachher durch einen guten Job Geld hatten, um an der Börse zu investieren. Und ja, da gab es zum Beispiel einen Kunde, der hat nachher mit so Luft- und Raumfahrtaktien
hat er ein bisschen eingekauft und die haben sich ver50-facht. Der wusste nachher gar nicht mehr, wohin mit dem Geld. Also deshalb, man kann da sagen, interessant ist es mit Kunst und so weiter seine Geschäfte zu machen oder mit Gold. Interessanter ist es mit Immobilien seine Deals zu machen. Noch interessanter ist es, wenn man nachher auf die richtigen Fonds oder Börsentitel gesetzt hat. Aber zu guter Letzt, das Allerbeste, was ich jedem auch nur als Tipp geben kann, ist nicht das Investment in diese Wertobjekte oder sonst irgendwas, sondern es ist immer das Investment in die eigene Leidenschaft, in die eigene Firma. Und da kann man wirklich die allergrößten Hebelwirkungen erreichen. Und wenn man das sich abschaut von den reichen Menschen oder die es geschafft haben, das sind ja auch Leute, denen ist Geld eigentlich gar nicht wichtig, sondern die haben irgendwas gut gekonnt und mit Leidenschaft gemacht und sind dann halt zu Vermögen gekommen. Und das sind oft auch die bescheidensten Leute, die gar keinen Wert darauf legen, jetzt hier irgendwie eine Rolex anzuziehen oder sonst irgendwas, sondern das ist dann halt einfach von alleine gekommen. Also das ist so mein Rat, den ich nur geben kann. Und das Wissen, was ich von den vielen 100 Gesprächen mitgenommen habe, habe ich mir auch zu Herzen genommen. Und deshalb ist es mir das Wichtigste, in meine eigene Firma zu investieren. Und dazu gehört Leidenschaft. Dazu muss man für sein Thema brennen. Und deshalb bin ich zum Beispiel auch heute hier an einem Samstag und drehe dieses Video und möchte euch das auch mitgeben auf den Lebensweg. Und ich hoffe, meine Videos sind interessant für euch. Wenn das so ist, dann gebt mir ein Like. Abonniert meinen Kanal, wenn euch das Thema Auktion und Versteigerungen interessiert, und stellt mir gerne eure Fragen, dann mache ich gerne mal ein Video dazu. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Tag. Dankeschön.